Bei der anonymen Seebeisetzung ohne Begleitung durch die Angehörigen werden mehrere Urnen nacheinander der See übergeben. Die unbegleitete Seebestattung ist oft die günstigere Beisetzungsart. Während das Schiff zur Beisetzungsposition fährt, weht die Fahne auf Halbmast. An der Beisetzungsposition angekommen, spricht der Kapitän segnende Worte. Anschließend lässt er die Urnen an einem Schiffstau nacheinander langsam ins Wasser. In der Regel wird dafür kein Blumenschmuck verwendet. Die Urnen bestehen aus wasserlöslichen Materialien und gehen sofort unter. Innerhalb von 24 Stunden hat sich so eine Seeurne vollständig aufgelöst und die Asche verteilt sich im Meer. Traditionell fährt das Schiff auch bei einer unbegleiteten Bestattung 3 Runden um die Beisetzungsposition. Symbolisch wird das Ende der Seewache nach altem Seemannsbrauch durch 4 Doppelschläge auf die Schiffsglocke vollzogen. Im Anschluss an die Seebestattung erhalten die Angehörigen von der Reederei eine Seegrabmappe mit den exakten Koordinaten der Beisetzung per Post zugeschickt. Eine Trauerfeier kann losgelöst von der eigentlichen Seebeisetzung an einem anderen Ort, wie zum Beispiel dem Krematorium oder einer Kapelle, abgehalten werden.